einen lieben Gruß an die Anna Marlene. Die hat sich nämlich von mir eine Empfehlung gewünscht für Cinematic Grooves. Und hier sind 5 Sound Libraries, die Loops anbieten, als auch spielbare Sounds. Wir fangen an mit dem neuesten Produkt Damage 2 von Heavier City. Da habe ich auch einen sehr fülligen Bericht auf recording.de geschrieben und ein Video dazu gemacht. Wir haben 3 Patches, Ensemble Designer, Kit Designer und den Loop Designer. Wir fangen mit dem Ensemble Designer an. Wir haben eine sehr große Auswahl an Sounds. Wir hatten jetzt gerade Armageddon. Jetzt gehen wir in das Big Screen Ensembles Kit rein. Das Schöne ist, dass wir hier unglaublich viele Möglichkeiten haben. Ich kann den Mix nach hinten schieben oder nach vorne. Bei jedem Instrument habe ich aber auch noch die Möglichkeit, auf die Mikrofoneinstellung zuzugreifen. Close, Room, Hall, LFE und Crush. Die Auswahlmöglichkeiten, was die Soundquellen angeht, sind natürlich auch wirklich monströs. Monster Ensembles, Organics, Taikos, Ethnic, Cymbals and Gongs, Found Sounds, Hybrid, Damaged und Transitions. Und jetzt kommen wir zu den Loops. Da gibt es den Loop Designer und der ermöglicht es, dass wir 3 verschiedene Loops gleichzeitig abfeuern. Und diese Loops kann ich auch einzeln spielen. Also wenn ich jetzt unten im unteren Tastaturbereich das C1 gedrückt habe, dann werden von allen Loops die Cs abgespielt. Also wenn ich hier auf das C1 drücke, haben wir diesen Loop und diesen Loop und diesen. Ich drücke die Tasten gleichzeitig. Und das Ergebnis ist dasselbe, wenn ich unten C1 drücke. Das Schöne ist, dass ich diese Loops eben nicht gleichzeitig spielen muss, sondern ich kann die auch einzeln spielen. Wenn ich jetzt nämlich alle 3 Loops gleichzeitig nehme auf dem G, dann kann mir das schon zu viel sein. Umgekehrt gibt es vielleicht Loop-Kombinationen, die ich spielen möchte, wo ich sage, oh, ich habe das D2 und F3 und A4 und das kann ich nicht gleichzeitig drücken. Und dafür kann ich den Loop-Designer nehmen. Ich klicke jetzt auf D1, Learn und drücke jetzt die dementsprechenden Tasten D, F und A. Und schon habe ich meine eigene Kombination, ohne dass ich jetzt gleich einen Krampf brauche oder kriege. Sehr schön ist, dass wir sehen können, dass es das Ganze nicht nur gerade gibt, also hier straight, sondern auch triolisch. Ja, gucken wir doch mal, was der Spaß kostet. Momentan kostet Damage 2 $299 und wird demnächst wieder auf den regulären Preis hochgehen von $399. Die nächste Library habe ich nicht, aber habe schon sehr viel Gutes darüber gehört. Und zwar ist das Perk X von Audict. Ist gerade im Sale für 50%. Wir haben die Perk X Core Version, kostet sonst $199, jetzt nur $99. Enthalten sind die Complete Perk X Engine, das Core Kit und eine Erweiterung nach Wahl. Sehr interessant wird aber sicher sein Perk X Pro. Da haben wir die Core Version schon drin und alle Erweiterungen, die es jetzt gibt: Hybrid Pulse, Traditional X, Producer Essentials und Cinematic Rhythms. Statt für $299 für $149. Hier unten können wir nochmal die 4 Erweiterungen sehen. Das Besondere hier ist, dass wir einen eigenen Player haben. In diesem Player werden verschiedene Loops dargestellt
Man kann sich auch eigene Rhythmen erstellen und kann das Ganze aber auch als Instrument spielen, was natürlich wirklich eine sehr, sehr coole Kombination ist. Wenn man das Ganze auch noch spielt, dann hat man die Möglichkeit, mit dem Mod-Feel die Lautstärken zu ändern. Die Akzente bleiben aber gleich. Also ich kann über das Mod-Feel die Dramaturgie ändern und muss nicht irgendwie in den Loop reingehen und das machen, sondern ich kann selbst einen Loop dynamisch spielen. Sehr, sehr cool. Die dritte Library sind die Master Sessions von Heavier City. Und wir haben hier nicht nur Kits, sondern auch Loops. Die Loops liegen einmal als Full Version vor. Und als Breakout. Alle Loops von den Full Loops von C1 bis B1 sind jetzt im untersten Tastaturbereich. Und die 1 Loops habe ich in den Oktaven darüber. Jetzt habe ich hier nochmal den Full Loop. Und die einzelnen Elemente. Wenn ich die drei wieder zusammenspiele, habe ich das gleiche Ergebnis wie im Full Loop. Auch hier gibt es das Ganze nicht nur gerade, sondern auch triolisch. Das war jetzt aber nur die Ensemble Metals Collection. Dann gibt es noch die Woods Collection, Ethnic Drum Ensemble Collection und Ensemble Drums Collection. Die kosten jeweils sonst $149, jetzt gerade $74,50. Und wer alles zusammen haben möchte, der holt sich gleich die Master Session Suite. Kostet sonst $399, jetzt $249. Die vierte Library ist Action Strikes von Sonoscore. Wir fangen mit dem ersten von drei Patches an, Ensemble. Das sind MIDI-Loops und das sind immer drei MIDI-Loops, ähnlich wie bei den anderen Libraries, wie wir es gesehen haben. Ich kann entweder alle drei MIDI-Loops über eine Tastatur im unteren Bereich oder hier im mittleren Bereich ansteuern. Oder die drei einzelnen. Zusätzlich zu dem Rhythmus, den ich auswählen kann, kann ich auch noch die Akzente auswählen. Mit dem Mod-Wheel kann ich die Lautstärke ändern. Und mit dem Pitch-Wheel kann ich die Stärke ändern. Also ich kann auswählen, dass die Akzente noch stärker bleiben, aber der Grundrhythmus bleibt gleich. Wenn ich jetzt einen anderen Rhythmus haben möchte, dann klicke ich jetzt hier auf die Lupe und kann mir verschiedene Rhythmen raussuchen. Und sehr schön ist, dass wir hier nicht nur Sechzehntel und Achtel haben, sondern wir haben Triolen, wie jetzt gerade angespielt. Bei den Hits sind verschiedene Instrumente nebeneinander gelegt. Das kann man auch nicht ändern. Das heißt, die Keymappings sind fest.
Das sind jetzt die Big Cinematic Kits. Gehen wir mal auf die Cinematic Toms. Zur Auswahl haben wir noch zusätzlich Orchestral Percussion, Cymbals, Taikos, Small Percussion, Natural Ethnoset, Modern Percussion, All Tiki-Takas, Mystic Percussion, Special Effects Percussion und Cinematic Selection. Wir gehen jetzt weiter zu den Instrumenten, denn da kann ich mir wirklich die Instrumente aussuchen. Ich habe also nicht verschiedene Instrumente nebeneinander, sondern als erstes haben wir jetzt die Taikos. Und spielbar sind die in einem kleinen Sehr-Tastaturbereich, nämlich hier auf den paar wenigen gelben Tasten. Das sind zwei. Dann haben wir noch ein paar Fills oder Flames auf den grünen Tasten. Und die Loops sind auf den unzähligen blauen Tasten. Wenn ich hier ein Instrument aussuchen möchte, dann ist es sehr schön, wenn ich hier draufklicke. Wir sehen erstens, dass es sehr, sehr viele Instrumente gibt. Wir haben Big Booms, Taikos, Giant Drums, Toms, Bassdrum, Heartbeat, Snares, Tambourin. Ich muss die jetzt gar nicht erst anwählen und dann spielen, sondern ich klicke einmal drauf und höre jetzt schon ein Loop. Und das macht mir die Auswahl natürlich sehr, sehr leicht und beschleunigt auch meine Auswahl. Action Strikes kostet ungefähr 300 Euro. Ungefähr deswegen, wenn ich jetzt bei Sonoscore auf dem Shop bin, dann steht der 284,76. Gehe ich jetzt auf Add to Cart, dann ändert sich der Preis auf einmal auf 299 Euro. Und wenn ich auf Native Instruments gehe, dann ist hier der Preis auf 291,46 Euro. Aber roundabout liegen wir bei ungefähr 300 Euro. Die fünfte und letzte Library ist LA Drummer Drums von AudioBro, die auch die LA Scoring Strings zum Beispiel entwickelt haben. Und wir fangen mal mit der Bassdrum an. Das sind jetzt die spielbaren Sounds und hier gibt es auch schon Loops. Das sind dann MIDI-Loops. Die kann ich auch zusätzlich mit dem Mod-Feel in der Velocity oder der Dynamik ändern. Dann haben wir noch die Master-Effects, die die Loops oder Sounds wirklich sehr, sehr anders klingen lassen können. An Instrumenten haben wir hier Basses und Crocasas, Cymbals und Gongs, ethnische Instrumente, Frame Drum, Taiko und Rim, dann Big Hits, Big Hits 2 und Booms, Metals, Junk Crash, Tiny Metals, Orchestral Percussion mit Agogo, Chimes, Claves, Cowbells, Hits, Orchestral Percussions, Labels und einiges mehr. Dann haben wir noch Snares, Toms und Tonal Percussion mit Crotals, Boat, Crotals, Hit, Glockenspiel, Piano Percussion, Tubular Bells, Timpani und Xylophon. Jetzt kommen wir zu den Loops, zu den Audio-Loops, das sind wirklich Audio-Loops. Sehr schön ist, dass diese hier vorhanden sind, einmal als Straight und Triple, also wieder gerade oder triolisch.
Das sind insgesamt 5 Libraries für Cinematic Rules mit Loops und spielbaren Sounds. Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Vielleicht hast du noch andere Libraries, die du total cool findest und mit denen du gerne arbeitest. Dann freue ich mich über einen Kommentar. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit du kein weiteres Video verpasst. Bis zum nächsten Mal.